dass du Tipps, Tricks, Routinen deinen Teilnehmern, Teilnehmerinnen an die Hand gibst, die du selber an deinem Körper erfahren hast, dass du so bist, wie du bist. Glücklich, athletisch, energetisch, geil. Die Leute wollen ja so werden, wie du es möchtest. Du bist eine Inspiration. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Hit The Beat Kanal. Mein Name ist Pete R. und heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema, ein exzellenter Trainer zu werden, eine geile Community aufzubauen. Mit dem Thema vor allem, wie binde ich auch meine Kursteilnehmer an mich? Denn nur so kann eine Community entstehen. Anders ist gar nicht möglich. Es gibt auch andere Videos, die sich mit diesem Thema hier auf diesem Kanal beschäftigen. Aber heute folgendes Thema, deine Aufgabe. Als Fitnesstrainer, was ist es wohl, was denkst du, ist deine Aufgabe als Fitnesstrainer? Ich sag's dir, gibt viele, aber ein sehr wichtiger Bestandteil ist, du musst zwingend Ergebnisse produzieren. Was sind Ergebnisse? Das werde ich dir hier gleich im Nachgang erklären. Vorher solltest du auch mal Gedanken machen, warum kommen einfach Leute ins Fitnessstudio? Warum gehen die trainieren? Die haben ein Ziel. Die gehen nicht einfach nur ins Fitnessstudio, um Spaß zu haben. Sie haben ein Ziel, sie möchten etwas verändern. Athletischer werden, Gewicht aufbauen auch, je nachdem, was ihre Ziele sind. Aber sie haben ein Ziel. Und wenn man in so ein Group-Fitness geht, Yoga-Class geht, generell in so einen Fitnesskurs, wo mehrere Leute zusammenkommen, dann haben sie meistens ein Ziel, athletischer zu werden, Fett zu verlieren, Muskeln aufzubauen. Und wenn du ganz, ganz ehrlich mit dir selbst bist, das reine Training wird nicht ausreichen. Bedeutet, wenn die Ernährung scheiße ist, wenn sie zu viel Party machen, Alkohol trinken, sich ungesund ernähren, so viele Dinge tun, die gegen das Training spielen, um nicht ihre Ziele zu erreichen, dann weißt du ja, was passiert. Deswegen empfehle ich dir dringlichst, auch wenn das hier kein One-on-One-Coaching ist bei dir im Kurs, dass du Tipps, Tricks, Routinen deinen Teilnehmern, Teilnehmerinnen an die Hand gibst, die du selber an deinem Körper erfahren hast, dass du so bist, wie du bist. Glücklich, athletisch, energetisch, geil. Die Leute wollen ja so werden, wie du es möchtest. Du bist eine Inspiration. Und diese musst du ausstrahlen, diese musst du werden. Und deswegen empfehle ich dir am Ende vom Kurs, erzähl doch 2, 3 Minuten, 5 Minuten was in dem Cooldown. Gib Empfehlungen, so Basics, spazieren zu gehen am Wochenende, auf zuckerhaltige Getränke zu verzichten, neue Gewohnheiten, Routinen Schritt für Schritt zu etablieren, auf zuckerhaltige Getränke zu verzichten, auf vielleicht auch zu viel Fleischkonsum zu verzichten. Einfach deine Persönlichkeit, deine Erfahrungswerte gibst du am Ende des Kurses deine Teilnehmer weiter. Und dann hast du auch einen guten Aufhänger im nächsten Kurs, um wieder das Gespräch zu suchen und darüber zu sprechen. Konntet ihr das umsetzen? Wie fühlt ihr euch? Denn glaub mir, wenn deine Kursteilnehmer nach deinem Kurs 4, 8, 12, 16 Wochen, wenn die eine körperliche Veränderung erleben, du glaubst gar nicht, was für eine Mundpropaganda da entsteht, du wirst ein Star in deinem Ort. Die Leute werden dir die Bude einrennen. Ich hoffe, diese Tipps haben dir geholfen. Setz das um, lass mich in den Kommentaren wissen, tust du schon oder denkst du, das ist nicht nötig? Ich kann es dir eine Sache garantieren zu 100%, setzt du diese Dinge um und die anderen Videos, die anderen Tipps, Tricks, Motivation, die ich dir hier an die Hand gebe, auf diesem YouTube-Kanal, du wirst eine Inspiration für die Welt, du wirst nicht mehr wegzudenken sein in deinem Fitnessstudio, alle werden sich fragen, oh shit, wie geht das? Und du wirst eine geile Community aufbauen. Thumbs up, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn da neue Tipps für dich dabei waren, lass mich in den Kommentaren wissen, was du davon sagst. Wenn du selber Bock hast, Hit the Beat Trainer, Trainerin zu werden, gerne in der Beschreibung alle Infos. Ich kann dir eins sagen, du wirst ein exzellenter Trainer mit unserem Support, mit meinem Know-how, mit Hit the Beat als Workout-Konzept. Probier es aus in der anderen Playlist, die Workouts. Probier es an deiner eigenen Haut aus. Let's go! Euer Peter. 5, 6, 7, 8.